Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video und zwar zu meiner ersten Adventure Map, die ich spiele. Selbst gemacht habe ich sie natürlich nicht. Wir spielen in der Minecraft 1.4 Version. Lange ist's her, ich glaube, habe ich noch nie gespielt, oder? Ich weiß nicht, wo ich eingestiegen bin. Ja, aber wir werden die Adventure Map Link's Adventure nehmen. Yay, zweimal Adventure. Ich war schon mal kurz hier drin, habe aber nichts weiter gemacht oder so. Die Regeln sind Spiel auf Easy, habe ich schon eingestellt, können wir nochmal hier kurz nachgucken. Da, Schwierigkeitsgrad einfach, sieht alles noch ein bisschen anders aus damals. Nichts abbauen oder setzen, außer Fackeln und Schalter. Okay, nicht vergessen zu essen, das ist ganz wichtig, sonst werden wir verhungern. Und nichts craften, okay, das dürfen wir also auch nicht. Ja, willkommen bei Link's Adventure. Link ist auf der Suche nach dem Masterschwert. Have fun! Ja, okay, ich hoffe, wir werden Spaß haben. Denke ich doch mal. Ich möchte ganz kurz noch was loswerden. Zum gestrigen Minecraft-Video und zum vorgestrigen Minecraft-Video. Zu Smash meinte meine Freundin, irgendwie war das nicht doll. Und zu Rage Mode meinte der PC-Freak gestern, von dem diese Map übrigens ist, daher vielen Dank, dass Rage Mode auch nicht so doll war und es eher einen Dislike verdient hätte als einen Like. Und ich bin auf jeden Fall dankbar für beide Meinungen. Wir können uns hier schon mal das Zeug währenddessen rausnehmen. Das nehme ich mir sehr zu Herzen, dass die Videos dann scheinbar nicht so gut ankamen. Werde ich mir merken und ich werde jetzt auch versuchen, nicht unbedingt immer dem Uploadplan gerecht zu werden. Das heißt, wenn ich mal ein Video nicht schaffe, dann will ich das auch nicht unter Stress, unter Hektik fertig machen. Denn genau das ist es nämlich, was passiert ist. Smash und Rage Mode ist im Prinzip Haus des Nachbars. Ist im Prinzip nur deswegen so entstanden, weil, guten Tag, ja, weil ich einfach unter Stress dachte, komm, du musst das jetzt endlich mal wieder pünktlich die ganzen Videos rausbringen und so. Und naja, dann war das alles ein bisschen schludrig gemacht. Hier ist auch nochmal ein bisschen Brot. Und hier ist nochmal ein bisschen Kohle. Können wir erstmal alles mitnehmen, ne? Hey Link, wieder auf Abenteuer. Besuche doch zuerst deinen Vater, bevor du gehst. Dankeschön. Können wir übrigens mit dir handeln? Stand ja da, dass wir es... Stand nicht da, dass wir es nicht dürfen. Aber ich bezweifle mal, dass wir genug Zeug zusammenkriegen. Wobei, wir könnten uns das eigentlich mal angucken. Wer weiß, was der hier so an Angeboten hat. Okay, der hat bloß 10 Keys und einen Smaragd. Okay, gut. Dann handeln wir eben nicht mit dir. Dann nicht. Zu meinem Vater sollen wir gehen. Wohnt er nicht bei mir? Habe ich mein eigenes Häuschen? Ich weiß nicht. Wir können ja mal... gucken. Oh. Ach ja, hier gibt es ja die... Ah, okay. Auf zu sprinten. Auf zu sprinten. Auf zu sprinten, hier gibt es ja die Sprinttaste noch nicht. Warte, wie kann ich aufhören zu sprinten? Er läuft von ganz alleine. Was für ein Chaos, was für ein Chaos. Hörst du auf? Hörst du jetzt auf? Ja. Okay, mit Doppel-W muss ich sprinten. Okay, das muss ich mir wieder angewöhnen. Gibt es ja auf dieser Version nicht. Haus des Vaters. Genau hier wollten wir doch hin. Mal gucken, was wir hier so haben. Ich weiß auch nicht, wie lange die Map dauert. Werden wir mal sehen. Hallo, mein Sohn. Ich bin gerade nicht zu Hause. Ich habe im Keller eine Überraschung für dich. Oh oh. Wir nehmen erstmal die Kohle mit, dachte ich. Schade. Gar keine Kohle da. Okay, gehen wir mal runter. Was soll denn hier im Keller sein? Nimm es ruhig. Ich habe es speziell für dich gefertigt. Ein Schwert, oder? Ein Schwert? Sogar mit Musik. Im Wald soll es einen Dungeon geben. Angeblich befindet sich dort das Masterschwert. Okay, dann müssen wir mal... Ah, ich darf nicht alt drucken. Es ist dumme Angewohnheit jetzt natürlich, weil es diese Sprinttaste nicht mehr gibt. Ah, okay. Im Wald soll es einen Dungeon geben. Okay, also hier irgendwo, oder? Müssen wir mal gucken. Ja, das wollte ich einfach nur loswerden, dass ich euch danke für die negative Kritik auch, dass mir gezeigt hat, was ich eigentlich im Unterbewusstsein wusste. Ich wusste, wenn ich das jetzt so mache, dann kann das nicht gut werden. Naja, aber gut, dass ihr es geschrieben habt auf jeden Fall. Das hat mich dann nochmal darin bestätigt und ich werde mir ab sofort wieder viel, viel mehr Mühe geben. Und wenn ich es halt nicht schaffe, ein Video hochzuladen, dann lade ich eben auch kein schlechtes hoch. Da kommt eben gar kein Video. So muss es eben sein. Waldtempel haben wir doch schon mal gut gefunden, denke ich mal. Und dann schauen wir uns das doch mal an. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste mit jeder Menge Schneebällen. Okay, hier ist auch nochmal was. Auch jede Menge Schneebälle. Okay. Ich befürchte, dass wir irgendwas mit Schneebällen machen müssen. Ist hier eine Druckplatte? Wenn ja, dann können wir da ja mal einen Schneeball raufliegen und hier hinten wird dann genauso eine sein, oder? Und dann könnte sich das vielleicht öffnen. Jo, öffnet sich auch. Oh, Zombie.
ganz vorsichtig hier. Sollte ja eigentlich gehen. Hunger dürften wir auch nicht so schnell bekommen. Oh, sogar ein Eisen bekommen. Aber wir dürfen uns nichts craften, oder? Ah, schade, schade, schade. Von hier oben ist der gekommen. Ist hier noch was drin, ne? Hallo? Ist hier noch was im Dings drin, ne? Ne, nichts mehr drin im Spender. Und eine Angel haben wir bekommen. Okay. Mit Angeln kann ich eigentlich nicht gut umgehen. Aber wir werden sehen. Meine Stimme könnte übrigens noch ein bisschen angeschlagen klingen, weil ich gerade erst aufgestanden bin. Aber, und ich möchte halt auch wirklich nur dann aufnehmen, wenn ich auch Bock habe und wenn ich der Meinung bin, eben, die Videos sind gut geworden, dann sollen sie auch nur hochkommen. Ja, und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Hier drin ist nichts weiter, oder? Oh, doch. Ah, ne, hier kam die Angel raus. Darf man Laub abbauen? Ich glaube nicht, ne? Ist da hinten Redstone? Ja, ne? Die Redstone-Konstruktion. Oder? Jetzt bin ich schon hier reingefallen. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Wie komme ich jetzt hier am geschicktesten raus, ohne irgendwas zu zerstören? Ja, so leicht komme ich hier, glaube ich, nicht mehr raus. Wir sehen uns gleich wieder. So, da ich die halbe Redstone-Konstruktion auseinandergenommen habe, aus Versehen. Ich bin ein kleiner Tollpatsch. Es tut mir so leid. Habe ich nochmal bis hierher gespielt, also die Map nochmal neu gestartet. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie es hier weitergehen soll. Wir haben eine Angel. Aber ab jetzt fehlt mir so irgendwie die Idee, ob wir hier drin noch weitermachen müssen. Das ist, kann ja noch nicht alles gewesen sein, oder? Wobei ich mich irgendwie erinnere, vielleicht können wir mal um den Tempel herum gucken. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo anders einen Eingang noch. Also hier geht schon mal nicht weiter. Ist auf jeden Fall ganz cool gemacht bisher, die Map. Auch wenn sie schon sehr, sehr alt ist. Ich glaube, 2012 oder so wurde sie gemacht. Und von daher finde ich das schon für die damaligen Verhältnisse echt nicht schlecht. Ist ja auch schon eine ganze Weile her, ne? Dass hier was gemacht wurde. Ja, hier kommt man zumindest lang. Ich weiß aber nicht, ob das so soll. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Ich muss ja irgendwas übersehen haben, oder? Ich meine, wir können hier hoch. Aber bringt uns das irgendwas, hier rauf zu gehen? Ich weiß nicht. Aber man kann hier wahrscheinlich aus der Map fliehen, indem man jetzt hier rüberspringt, ne? Ja. Und schon wären wir mal draußen wahrscheinlich. Aber so soll das sicher, ist das sicherlich nicht gedacht. Denke ich zu mir zumindest mal. Von daher. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Waldtempel. Irgendwie, ich habe hier nochmal weitergesucht, aber ich entdecke hier einfach nichts mehr. Wir müssen ja irgendwas sicherlich mit der Angel machen, aber hier finde ich jetzt wirklich nichts. Also würde ich sagen, gehen wir einfach mal zurück. Vielleicht haben wir ja durch unser Vorgehen auch irgendwas ausgelöst. Moment, was ist denn das hier? Ah, hier geht's nochmal weiter, der Waldschrein. Okay, kommen wir hier irgendwie rein? Wenn ja, wie? Oh, was war das? Zombies, die gegen Türen ballern. Oh, hier unten. Aha. Hier geht's weiter, oder? Vielleicht? Ne, hier sind wir hochgekommen, ne? Hier sind wir hochgekommen und dann sind wir geradeaus, glaube ich, weitergegangen. Das ist schon verwirrend hier ein bisschen. Übrigens läuft die Musik jetzt das erste Mal live mit dabei wieder seit dem Minecraft Singleplayer Let's Play. Da hinten können wir auch jetzt hier nichts in irgendeine Kiste oder so, ne? Ist hier irgendwo ein Knopf, den ich wieder nicht sehe? Eigentlich nicht, ne? Keine Ahnung. Wir kommen von hier. Hä? Wo geht's jetzt hier noch lang? Hier ist ein kleiner See. Oh, guck mal, hier ist noch ein Schild. Finde einen Weg, die Druckplatte zu betätigen. Ah, mit der Angel, oder? Wenn ich das jetzt noch hinkriege, irgendwie. Komm schon, die muss jetzt hier nur noch irgendwie durchpassen. Ich kenne mich doch mit Angeln nicht aus. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen muss, dass sie da jetzt durchkommt. Einfach mal... Oh, da war sie doch fast durch. Na, komm schon. Oder mit den Schneebällen wieder? Funktioniert das? Ich glaube nicht, ne? Nee, ich denke, wir werden die Angel dafür brauchen. Boah, das ist ja jetzt etwas nervig. Ich denke doch mal, dass sie dafür da ist und dass sich dann der Waldschrein öffnen wird. Komm schon! Es muss doch mit der Angel gehen, oder nicht? Wozu haben wir die sonst? Ha! Kann man überhaupt mit Angeln Dings ausüben? Moment, das war gar nicht mal so schlecht. Ja, und da ist die Angel auch schon kaputt. Und nu?
Mit Schneebällen komme ich da doch nicht hin, oder niemals. Nee, guckt euch das an. Ich kann mir nur vorstellen, dass es wirklich mit der Angel funktionieren soll, aber die ist ja irgendwie leer gegangen. Und anders komme ich da, glaube ich, nicht hin. Von daher würde ich sagen, buddeln wir uns hier durch, oder? Und aktivieren die einfach. Ja, guck mal, man kommt hier auf jeden Fall nicht hin. Und von der Seite auch nicht unbedingt. Reicht es, wenn ich einmal raufgehe, oder muss ich die ewig... Ich würde fast sagen einmal, ne? Weil wenn es mit der Angel sein soll, dann denke ich einmal. Jetzt wird es aber langsam gefährlich hier, weil die Zombies kommen. Und ist das jetzt offen hier? Nein. Ist nichts offen. Dann packe ich mal noch einen Schneeball rauf. Ich weiß echt nicht, wie ich das jetzt hätte machen sollen. Außer mit der Angel. So, jetzt ist sie dauerhaft aktiviert. Mal sehen, ob jetzt alles funktioniert. Ob es jetzt offen ist. Und wenn nicht, dann... Doch. Okay, dann vielleicht auch nicht mit der Angel. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir gehen mal hier runter in diese dunklen Gefilde. Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Hier haben doch schon Zombies gegen geklopft, oder nicht? Hatten wir das nicht gehört? Mach mal zu. Boah, ist das dunkel. Ist das dunkel. Ich hoffe, es wird noch ein bisschen heller. Fackeln dürfen wir ersetzen, ne? Ah, und hier brauchen wir, glaube ich, einen Schalter. Okay, und wo bekommen wir den jetzt schon wieder her? Es ist so dunkel hier drinne. Ah, guck mal, hier ist eine Kiste. Mit einem Schalter drinne, wie ich es mir erhofft habe. Gut, und den können wir jetzt hier ran und dann dürfte die Tür aufgehen, ne? Genau. Okay, dann geht's weiter hier im Dunkeln. Es ist auch doof, wenn die Sonne so ein bisschen reinscheint und hier blendet und ich sehe hier kaum noch was auf dem Monitor. Ich werde jetzt bestimmt gleich sterben durch irgendwas. Guck mal, hier ist eine Druckplatte, oder? Genau, hier kommen wir so rein und hier fehlt die Druckplatte. Genau, hier brauchen wir wieder einen Schalter. Interessant, interessant. Ist auf jeden Fall eine Map, wo man folgen kann einigermaßen. Die jetzt nicht zu schwer ist. Darf ich eigentlich den Hebel irgendwie wieder abbauen? Ich weiß zwar nicht, ob das geht, aber... Also es geht natürlich, aber... Ob uns das irgendwas bringt, ob wir den dann mit hier reinnehmen können. Ich glaube nicht. Oh. Gibt es hier wenigstens einen Knopf oder so? Nee, wir sind gefangen. Wir sind gefangen. Ich hoffe, das ist so gewollt. Ich höre Skelette. Weil die können auch draußen sein. Ganz viele Fackeln. Ich weiß nicht, ob wir die Fackel für irgendwas anderes brauchen. Wenn nicht, können wir uns ja hier mal ein bisschen Licht machen, oder? Dass es hier ein bisschen angenehmer ist für uns. So, machen wir es mal so. Und wo geht's hier hinten lang? Keine Ahnung, ist hier hinter irgendwas? Ich weiß nicht. Sieht aus wie so ein rissiger Stein. Bringt uns, glaube ich, nicht weiter. Wir können mal was essen das erste Mal. Also die Nahrung geht ja hier echt langsam runter. In dieser Version noch. So, hier sind wieder ein paar Fackeln, ein paar Pfeile. Ja, ich glaube, wir hätten die etwas öfter benutzen können. Was ist da hinten? Nicht, dass wir die Angel jetzt noch gebraucht hätten oder so. Das wäre echt übel. Aber ich habe keine Ahnung, wie man das hätte machen sollen. Hier sind Redstone-Fackeln darunter. Okay, wurde wohl versucht, die Konstruktion ein bisschen zu verschleiern. Was ist da drin? Warte mal, man kann doch auch... Funktioniert das auch bei Ranken? Ja. Könnten wir hier stehen bleiben. Okay, da ist auch wieder was zum Aktivieren. Dann gehen wir weiter... Huch, was ist hier? Auch nur Redstone wieder. Was ist das hier? Darf ich da reinfahren? Trank der Heilung. Ich werde das wahrscheinlich nicht rausnehmen dürfen, sondern ich werde das wahrscheinlich bekommen, wenn ich jetzt hier einen hoffentlich einen Schneeball hinwerfe. So. Dann mal hoch. Vielleicht so. Nicht ganz. Schon immer noch nicht ganz. Kriege ich meine Schneebälle irgendwie wieder? Ich mag meine Schneebälle. So nicht. Auch nicht. Ah, gib sie mir wieder, komm. Gib mir meine Schneebälle wieder. Verdammt nochmal. Habe ich sie wieder? Nein, habe ich nicht, oder? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich sie auch wieder. Es kommt mir jedenfalls so vor, als hätte ich weniger als am Anfang. So. Ich hoffe echt, dass das nicht mit der Angel alles hier ich machen sollte. Sondern dass es irgendwie auch... Oh, jetzt. Ganz kurz zumindest hat es was gebracht. Kam jetzt hier was rausgeploppt? Oder ist das immer noch da drinne? Ich weiß nicht, ob ich mir das rausnehmen darf. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es, glaube ich, nur kurzzeitig was gebracht. Irgendwie. Sonst ist hier nichts passiert, ne? Das ärgert mich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das mit Schneebällen vorgesehen ist. Ist ein bisschen schwierig, teilweise. Besonders für mich Anfänger, ne? Adventure Maps ist ja meine erste, die ich spiele. Komm, gib mir... Ja, ich habe sie bekommen. Sehr gut. Dann können wir die nochmal versuchen zu werfen. Irgendwie, ja, ich weiß nicht, so. Nee, so nicht. So auch nicht. Komm schon.
Ja, jetzt aber. Jetzt ist es optimal. Jetzt hat sich hier auch irgendwas getan. Moment, hier ist noch eine Truhe. War die eben schon frei? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall haben wir sie schon geleert. Ah, ach nee. Quatsch, die Pfeile zeigen natürlich dahin, wo die Schneebälle sind. Okay, das hätten wir. Dann gab's... Oh. Ah, Jump'n'Run mit Doppel-W. Könnte schwierig werden. Aber haben wir hinbekommen. Gut. Was ist der nächste Plan? Jetzt sind wir hier oben. Hier ist die Kiste, die hatten wir schon geleert. Was bringt uns das jetzt hier? Hier ist so ein rissiger Stein. Hat nichts zu bedeuten, oder? Ist jetzt einfach hier nur so ein bisschen Deko. Ja, und ansonsten... Oh Gott, was passiert, wenn ich hier runterfalle? Komme ich dann überhaupt noch raus? Da wäre ich gefangen, oder? Das ist aber auch nicht so gut gemacht dann. Könnte ich ja dann ewig drin verrotten. Ich meine, vielleicht ist das gewollt, aber vielleicht auch nicht. So, und dann denke ich mal... Genau, muss das hier noch irgendwie rein? Vielleicht von hier aus? Nee, das wird niemals reichen, oder? Wenn wir jetzt hier so einen Schneeball versuchen, da reinzuwerfen. Vielleicht reicht es auch doch. So, gut, dann haben wir jetzt einen Heilungstrank. Ups, ich will nicht alle Schneebälle wegwerfen. Den hätten wir uns natürlich auch so einfach rausnehmen können. Hätte man vielleicht noch in die Regeln schreiben können. Aber es wird jetzt wahrscheinlich wenig bringen, dir noch Kritik zu geben. Weil die Map wirklich schon sehr alt ist und du schon viele, viele weitere hast. Von daher wird das sicherlich nicht deine beste sein. Nehme ich mal an. Und du wirst da noch viele coole Features eingebaut haben. Wenn ihr übrigens gute Adventure Maps auf Deutsch kennt, dann schickt mir die ruhig mal. Und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Das ist die große Preisfrage. Immer diese Rätsel, ne? The Legend of Zelda. Habe ich ja ein Let's Play von gemacht von... wie hieß es noch gleich? Links... mir fällt es nicht mehr ein. Wie hieß es denn? Link's Awakening. Mann. Das ist auch schon ein Jährchen, glaube ich, her, dass ich das aufgenommen habe. Beziehungsweise beendet habe. Ja, und jetzt sind wir hier eigentlich fertig, oder? Wir haben alles gemacht, was ich jetzt hier so sehen kann. Vielleicht hat das ja auch schon was gebracht hier hinten. Ich meine, wozu war das? Wozu konnte man hier rüberspringen? Wegen der Kiste? Die erreicht man ja auch von hier. Das kann ja nicht der Sinn der Sache gewesen sein. Ist hier sonst noch irgendwas Verstecktes, was man so nicht erreicht? Irgendwas, was ich übersehen habe. Irgendwie ein Knopf oder so. Aber ich entdecke nichts. Vielleicht war das aber das Jump'n'Run auch schon die ganze Zeit da. Ich habe keine Ahnung. Wir versuchen mal zurückzukommen. Was allerdings nicht klappt, weil wir hier keine Druckplatte oder sowas haben. Hier sind wir für ewig gefangen drinne. Es sei denn, wir finden was Tolles. Und ich befürchte, dass wir nichts Tolles finden werden. Weil ich habe hier, glaube ich, alles abgesucht, was ich finden konnte. Es kann natürlich auch wieder sein, dass ich mich anstelle wie der bekloppteste Mensch des Jahrtausends. Aber das ist ja mein Ruf, ne? Dem muss ich ja auch irgendwie gerecht werden. Nee, aber ich entdecke hier wirklich gar nichts. Selbst wenn ich hier runtergehe, da wird auch nichts sein, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, dass man da runter soll. Nee. Kein Plan. Keine Ahnung. Bin ich ein bisschen überfordert gerade. Oben. Hier war ja auch nichts weiter, ne? Hier genau. Hier war bloß die Druckplatte, genauso wie da unten. Nur die Druckplatte war. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass wir hier irgendwie einen Schalter rauskriegen oder so. Aber irgendwie... Irgendwie nicht. Ja, okay. Dann würde ich sagen, müssen wir uns hier irgendwie raushauen wieder, oder? Weil, keine Ahnung. Aber wie geht's dann weiter? Ich bin mir ziemlich sicher, dass man hier irgendwie einen Schalter kriegen soll. Aber von wo? So, die Tür habe ich mal zertrümmert. Weil irgendwie müssen wir ja hier rauskommen, ne? Oh! Jetzt hat sich hier was geöffnet irgendwo. Hat sich hier was geöffnet? Ja, jetzt ist das da hinten offen. Hä? Ach, jetzt sind die Dings, die spawnt bestimmt. Guck mal, jetzt ist da hinten offen. Aha. Okay. Kann man nicht auch hier rüberspringen? Ah, wenn ich den Sprung hinbekommen würde. Kann man nicht hier draufstehen einfach? Nee. So funktioniert es nicht.
verdammt. Ja, keine Ahnung, also nochmal hier reinwerfen wäre im Prinzip eine Option, so dass sich das öffnet und dann könnte man ja im Prinzip warten. Im Prinzip warten, bis das hier wieder aufgeht. Ja, das ist auch nicht Sinn der Sache, oder?